willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Euro Truck Simulator 2. Ich habe ja im Euro Truck Simulator schon vieles gemacht. Ich war zum Beispiel mit LKW auf gefährlichen Straßen unterwegs oder auf Abwegen unterwegs und war hier mit dem Bus unterwegs. Eine Sache habe ich allerdings noch nicht gemacht bislang. Ich war nämlich noch kein Kurierfahrer und das wollte ich heute einfach mal ändern. Deswegen habe ich mir diesen Fiat hier geschnappt und mit dem werden wir jetzt hier unsere Fracht abholen. Wir müssen hier vorne einmal wenden, glaube ich. Und dann werden wir mit einem kleinen Anhänger hier durch das Umland von Heilbronn fahren. Ich werde euch die Mods zwar in der Videobeschreibung verlinken, wenn ich die alle noch finde. Ich muss allerdings darauf hinweisen, das ist alles nicht mit der aktuellsten Version kompatibel. Ich spiele das Ganze jetzt auch auf der Version 1.3.0 und die ist ja schon ein bisschen älter. Das also als kleiner Hinweis. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da jetzt am besten rumkommen. Ich glaube, der schnellste Weg ist tatsächlich, wenn wir jetzt hier einmal kurz uns einfädeln. Und ich hoffe, dass uns hier irgendjemand mal reinlässt. Vielleicht der LKW? Ja, danke. So, gut. Wir erleben den Euro Truck Simulator heute aus einer ganz anderen Perspektive. Bis jetzt saß man ja immer relativ hoch. So, drehen wir einmal rum. Super, und dann fahren wir da vorne nochmal links. Und ich glaube, dann kommen wir richtig an. So, gut. Wir erleben den Euro Truck Simulator heute aus einer ganz anderen Perspektive als sonst. Denn sonst sitzt man ja relativ hoch. Heute sind wir relativ niedrig unterwegs. Ich weiß, es gibt viele, die mit dem Auto zum Beispiel auch gerne im Euro Truck Simulator unterwegs sind. Oh, hält der an? Das ist ja nett. Ich weiß nicht, ob für uns, aber vielleicht auch nur für den LKW, aber ich nutze das jetzt einfach mal. Und siehe da, das Navigationssystem ist nämlich hier auch eingebaut. Sieht mir ganz gut. Hat's erkannt und jetzt sind wir hier auf der richtigen Route. Offensichtlich allerdings zu schnell. Ja, das ist eine ganz neue Perspektive. Es gibt viele, die auch mit einem Auto einfach im Euro Truck Simulator unterwegs sind. Es gibt da ja viele Automods. Das, dachte ich mir, ist allerdings dann doch irgendwie zu wenig, denn ich wollte auch irgendwie eine Aufgabe haben und die haben wir heute. Was wir allerdings transportieren müssen, das muss ich jetzt gleich erstmal noch herausfinden. Aber ich darf keinesfalls zu schnell fahren. Man ist schon sehr geneigt, zu schnell zu fahren, aber da muss man sich ein bisschen beherrschen. Ich glaube, hier hätte ich schon reingemusst, ne? Ist hinter mir irgendjemand? Ja, da ist die Polizei. Ich würde sagen, ich drehe mal schnell. Man ist ja hier ein bisschen wendiger. Was macht der denn da jetzt? Moment. Okay. So, die Polizei hat irgendwie ein etwas komisches Fahrmanöver. Die wollte mich offensichtlich überholen und hat dann nicht damit gerechnet, dass ich zurücksetze. Gut, aber es hat ja ganz gut geklappt. Ich würde sagen, wir nehmen einmal kurz unseren Auftrag an. Ganz ungewohnt irgendwie. Und dann bringen wir die Fracht. Es ist Altkunststoff, den wir heute wegbringen. Den bringen wir dann an das Ziel. So, mal schnell gucken, wo das hier ist. Nehmen wir an, hier hinten. Wo man sonst hier mit dem LKW langfährt, ist man heute einfach mal mit so einem schicken Fiat. Jetzt habe ich Doblo unterwegs. Okay, ich kenne mich mit Fiat nämlich nicht so gut aus. Deswegen musste ich mir den Namen nochmal schnell anschauen. Aber das sollten wir eigentlich hinbekommen hier. Und ich dachte mir erst, als ich das erste Mal gesehen habe, ach, das sind ja die Anhänger, die man auch im Baumarkt bekommt. Aber das stimmt nicht. Die sind doch etwas größer hier, die Hänger. Ja. Okay. Das scheint ready zu sein. Dann würde ich sagen, Attacke. Verlieren wir keine Zeit und versuchen die Fracht so schnell wie es geht ans Ziel zu bringen. Dann müssen wir jetzt erstmal wieder aus der Firma rausfahren und dann rein in den Großstadtverkehr. Und ich glaube, wir müssen auch ein Stückchen Autobahn fahren. Das ist mit solchen Hängern ja manchmal ein bisschen, naja, schwierig. Ich sehe das manchmal auf der Autobahn, also das ist wirklich, naja, manchmal ein großes Spektakel. Habe ich nicht nur in Videos gesehen, sondern tatsächlich schon live, dass Leute hinten Wohnwagen dran hatten oder eben auch solche Trailer hier. Und bei relativ starkem Wind dann doch ein bisschen zu schnell gefahren sind und dann wippt das immer so. Und ich finde das wirklich unangenehm, da hinterher zu fahren hinter solchen Leuten oder hinter solchen Hängern, weil du weißt, sicher ist es nicht, ja? Sicher ist es nicht, der schwankt dann beträchtlich und die fahren aber trotzdem konstant weiter. Oh, war das gerade rechts oder links? Ich glaube schon, ne? Uns einfach mal die Vorfahrt genommen. Ich hab nicht darauf geachtet, ob wir irgendein Schild haben. So, und dann geht's hier einmal lang.
Mensch, dass es so viel Spaß macht, hier mal mit so einem normalen Auto durch die Welt zu fahren. Denn eines muss man ja wirklich sagen, im Euro Truck Simulator, die Welt ist einfach wunderschön und ist auch recht realistisch, ne? Gerade jetzt hier dieser Heilbronner Map, richtig cool. So, ich habe die Bremse ein bisschen zu stark eingestellt. Okay, warten wir einmal, bis hier grün wird, das ist jetzt der Fall und dann geht's weiter. Oh, da ist auch ein Blitzer. Man kann aber sowieso nicht so schnell. Der ist ein bisschen komisch eingesetzt, oder? Man kann doch gar nicht so schnell um die Kurve fahren. Also ich kenne das durchaus, dass Blitzer nach einer Ampel aufgestellt werden, sodass man dann eben diejenigen, die noch schnell rüberflitzen wollen, zack, fängt. Kann man halten, was man will von, ne? Also da gibt es unterschiedliche Meinungen zu, aber der da gerade hat doch gar nichts gebracht, als ob man mit über 50 um so eine Kurve fahren würde. Okay, manche machen das vielleicht, legen dann noch einen ganz performanten Drift hin, weiß ich nicht, aber eigentlich macht man es ja nicht. So, hier sind wir ja schon auf der Autobahn, müssen allerdings direkt abfahren. So, und dann geht's runter von der Autobahn und ich glaube rauf auf die nächste Autobahn. Ich fühle mich echt, als ob ich hier echt Auto fahren würde. Okay. Dann gucken wir mal, dass wir auf die nächste auffahren. Ich lasse extra mal ein bisschen Abstand zu den vorfahrenden LKW, weil ich nicht weiß, wie gut die drauf fahren werden und dass wir dann noch ein bisschen Schwung holen können. Aber es scheint gar nichts los zu sein. Hier kommt jetzt mal einer. Durchgezogene Linie noch, aber da vorne dürfen wir jetzt. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wie schnell wir damit unterwegs sein können. Aber also es wackelt jetzt nicht so. Es sieht alles noch recht stabil aus. Es sind meistens diese kleinen Hänger, die man auch, die jeder fahren darf, die man beim Baumarkt auch ausleihen kann. Zum Beispiel, ich weiß nicht, gibt bestimmt auch andere Anwendungsbereiche. Aber das sind meistens die, die dann so hin und her wackeln auf der Autobahn, weil die, ich weiß nicht, wie schnell man damit fahren darf, aber ich habe immer das Gefühl, die halten sich nicht so sehr an das Geschwindigkeitslimit. Oder vielleicht hängt es auch mit anderen Dingen zusammen. Aber es sieht immer sehr instabil aus. Sehr unangenehm. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Schreibt es mal in die Kommentare. Aber mir, ich weiß nicht. Ich finde das dann immer ein bisschen komisch. So, ich glaube, ich überhole den mal. Wenn das funktioniert. Aber ich glaube, ich lasse den noch schnell vorbei hier. So. Dann werde ich den mal ganz geschmeidig hier überholen. Halt mich allerdings natürlich daran. Oh. Ich halte mich daran, nicht zu schnell zu fahren, weil ich glaube nicht, wollte ich gerade sagen, weil ich glaube nicht, dass man damit 100 fahren darf mit so einem Hänger, oder? So, okay. Ja, dann fahren wir mal weiter. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer wir jetzt noch, 24 Kilometer haben wir noch zu absolvieren. Das ist natürlich jetzt, die Geschwindigkeitsbegrenzungen sind natürlich... Ja, 80 ist hier. Das ist aber, kann ja eigentlich nicht sein, oder? Weil hier steht ja auch jetzt 100. Und hier auf unserem Navigationsgerät steht aber immer noch 80. Ich glaube, das sind jetzt die Geschwindigkeitsbegrenzungen, die für LKW gelten würden. Die werden jetzt hier natürlich auch, ja, jetzt wieder angebracht. Das stimmt aber ja nicht ganz, wie man gerade den Schildern entnehmen konnte. Die Map-Version ist natürlich jetzt auch eine alte. Wer die bessere, neuere Map-Version von der Heilbronner Map hier spielen möchte, der muss dann auch auf der neueren Version, also im neueren Euro Truck Simulator, in der aktuelleren Version spielen. Und da gibt es dann auch sicherlich mehr Baustellen, mehr zu erleben, Dinge besser angepasst und so weiter und so fort. Aber das ging halt jetzt wegen dieser Modifikation hier nicht. So, wir fahren geradeaus Richtung Nürnberg. Ist entspannt irgendwie. Nett. Wir fahren, ja, wir bleiben weiter geradeaus. Wir biegen nicht ab, wir bleiben weiter geradeaus. Ja, hier könnte man nämlich jetzt nach Würzburg und Neuenstadt. Boah, bei Würzburg stand ich mal in einem Stau. Oh, das war schrecklich. Das war einfach nur zum Abgewöhnen. Da musste ich, glaube ich, zur FarmCon. Und dann, vorher war schon alles so ein bisschen stauig und überall Baustellen und so. Und dann bei Würzburg, da ging gar nichts mehr. Da war wirklich...
absoluter... Oh. Stau. Da haben wir's. Wenn man vom Teufel spricht hier. Da war absolute Katastrophe. Und das war auch noch in praller Sonne und so. Es war einfach nur zum Abgewöhnen. Also die ganze Fahrt war schrecklich. Aber es ist die Wahl zwischen Pest und Cholera. Fliegen wollte ich nicht, weil, wisst ihr ja, Inlandsflüge, weiß ich nicht, soll man eigentlich nicht so machen, ne? Und dann die letzten Kilometer vom Flughafen zum Zielort, das kostet dann auch immer noch Zeit. Bahn wollte ich auch nicht, weil das lag irgendwo in der Pampa und dann blieb halt nur noch das Auto. Ja, ist dann schwierig, ne, wenn man in den Stau kommt. Auf dem Rückweg war es ähnlich schlimm. So, jetzt fließt der Verkehr wieder ein bisschen besser. Einige sind hier auf den Rastplatz abgebogen oder auf diesen... Ja, was ist das hier? Parkplatz. Rastplatz ist, glaube ich, noch ein bisschen was anderes, ne? Und wir fahren weiter in Richtung... Schnell schauen. Wir fahren weiter in Richtung Neuenstein. Schaffen wir das noch? 10.45 Uhr bis 17.25 Uhr. Ja, das kriegen wir noch hin. Guck mal kurz. So, 20 Kilometer noch. Ich glaube, ich werde mal schnell überholen, dass wir hier noch ans Ziel kommen. Weil die Strecken oder die Abstände sind natürlich hier schon ein bisschen weiter. Als, auf der normalen Karte. Also die Karte hier, diese Heilbronner Map, die ist ein bisschen anders skaliert, sodass die Kilometerzahlen etwas realistischer sind. Oh. Wohnwagenfahrer. Da haben wir so einen. Manchmal brechen die ja auch total aus, ne? Da hat man es dann komplett überschätzt und dann, wenn das einmal passiert ist, dann versucht man noch gegenzulenken und dann war es das komplett. Also dann kann man froh sein, wenn nichts Schlimmeres passiert und man sich nur irgendwie, wenn man nur in die Leitplanke fährt oder so, aber also man verliert echt schnell die Kontrolle über sowas. Deswegen, ich glaube, für Wohnwagen und sowas muss man auch den extra Führerschein da haben. Oder C oder sowas, ne? CE oder BE? Oder, genau, BE und B96 gibt's irgendwie, ne? Das sind diese Zusatzführerscheine, die man machen kann. Ich habe beide nicht gemacht. Insofern darf ich die nicht fahren. Aber ich glaube, es ist auch nicht schlecht, wenn man sie mal gemacht hat. So, recht entspannt hier auf der linken Spur. Man kennt ihn. Der Busfahrer da vorne ist allerdings auch auf der linken Spur unterwegs. Da fühlt man sich dann nicht ganz so schlecht. Eigentlich soll man das, was ich jetzt gerade mache, ja nicht machen, ne? Eigentlich gibt es ja dieses Rechtsfahrgebot und... Ich mag sie auch nicht. Die Leute, die hier auf der linken Spur schleichen, sind sie genauso schrecklich. We'll be right back.
So, ich habe die Autobahnfahrt jetzt einfach mal ein bisschen im Zeitraffer laufen lassen. Manchmal wurde ich rechts überholt, denn ich bin unnötigerweise links gefahren. Auf der linken Spur sollte man eigentlich nicht machen. Ich weiß, ich habe es gemacht. Und ich wurde natürlich hier oft zur Kasse gebeten, denn hier wurden immer mal wieder Bußgelder fällig, weil ich zu schnell war. Es war natürlich die LKW-Geschwindigkeit, die hier zum Maßstab genommen wurde. Ich habe mich allerdings eher nach der PKW-Autogeschwindigkeit gerichtet, beziehungsweise nach der PKW-Geschwindigkeit ohne Auto. Das passt nicht so ganz zusammen. Ich hätte die Benachrichtigung vielleicht vorher ausmachen sollen. Deswegen gab es halt immer mal wieder diese Notifications. Aber macht ja nichts. Da diese Autobahnfahrt jetzt nicht ganz so spannend war, habe ich das schnell abgekürzt und jetzt geht's wieder rein in die Stadt und dann werden wir unsere Fracht unbeschadet abliefern in Neuenstein. Dazu müssen wir jetzt nochmal einmal hier diesen Kreisverkehr passieren und dann die dritte Ausfahrt rausfahren. Der wird ja wohl warten, ja. Wer jetzt natürlich in die Kommentare schreibt, warte, Ansgar, wie fährst du? Fährst du so auch in echt? Nee, kann ich euch beruhigen. Es ist schon immer noch ein Unterschied, finde ich, auch wenn man mit Lenkrad spielt, ob man im Simulator spielt oder eben in echt fährt. Ist natürlich immer so die eigene, hier müssen wir rein, okay. Der eigene Ehrgeiz, wie realistisch man fahren will. Ich habe mir Mühe gegeben, aber in der Realität fahre ich doch ein bisschen anders. So, gut, ich würde sagen, wir gehen auf Nummer sicher und werden dann hier unser Auto abstellen. Ah, da vorne. Ich meine, wir hätten es auch hier reinbringen können. Hier wäre dann irgendwo die Lücke gewesen. Aber ich würde sagen, hier können wir es auch gut stehen lassen. Und werden den Auftrag dann hier beenden. Das war es also soweit von dieser Euro-Truck-Simulator-Folge. Würdet ihr von dieser Art gerne mehr sehen? Wollt ihr nochmal Kurierfahrten haben? Wie auch immer. Vielleicht mit einer anderen Ladung, mit einem anderen Trailer oder mit einem anderen Auto. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, lasst auch unbedingt einen Daumen nach oben da. Mir hat es auf jeden Fall große Freude gemacht. Das ist mal Euro-Truck-Simulator aus einer anderen Perspektive gewesen. Auch mal ganz interessant. Und ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!